Willkommen, meine Gänse, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Codenames. Heute mit den Teams Sebastian und Special Guest Formula Lena, Lena. Wir nennen sie Lena, Hi, Lena. Aber Lena. Formula Lena. Hallo. Lena, Formula Lena. Formula Lena. Und dabei ist noch gegen Team, also die spielen gegen Team Rot und das sind Jay und Bram. Ja. In dieser Folge sind Lena und Jay Ermittler und Brammen und Sebastian Geheimdienstchef. Und jetzt könnt ihr euch verziehen. Lena, wir machen das, ne? Ja, auf jeden Fall. Let's go. Schauen wir mal. So, ich hab verloren. Ja, wir machen mal wieder Mikrofon offen. Das heißt, Bram und ich können uns gegenseitig Trash-Talk-mäßig. Warte mal, was ist denn? Was ist jetzt passiert? Irgendwie. Was macht denn der Jay da? Okay. So, okay, Seite. So, dann haben wir den. Wir haben Fleck, Untertasse, Königin, Skelett, Roboter, Papagei, Bühne, Fuß, Rasen, ja, Kater, Seite ist schwarz, Florenz, Dichtung, Blume, Schleuderbar, Tisch, Elle, Clown, Sattel, Flanke, Teleskop, Lehrer und Rosa. Alter. Geil. Okay. Untertasse, Fuß und was ist ja schon mal unten. Aber unten darf ich nicht sagen, wegen Untertasse. Doch unten schon, nur intern nicht. Aber hilft mir das? Nein. Puh. Ich überlege immer schon dann quasi, was man selber nehmen könnte, was zusammenpassen würde, so irgendwie. Ja, aber dann sind das die voll falschen. Aber Blume und Clown kannst du zum Beispiel geil machen oder sowas. Jetzt kommt aber Wasser raus, dieser Wasserspritzer aus der Blume. Beim Clown. Aber das ist halt auch so, wie nennt man denn das dann? Weil Blume und Clown ja genau die Teile sind. Mm. Bram fängt an. Was sagst du, Ricardo? Stark, auf jeden Fall. Ich war sehr erstaunt, aber ich finde es ganz nice, dass er so gut performt. Weil er so viel Hate abbekommen hat, also Ben McLaren. Ja. Deswegen freut es mich jetzt, dass er da so gut ist. Das ist schön. Ich glaube, der wird auch nächstes Jahr in einem Red Bull sitzen. Ey. Kann mir nicht vorstellen, dass die Perez behalten einfach. Das glaube ich nicht. Ja, aber es ist, ich glaube, der Druck ist einfach so krass einfach bei ihm. Er tut mir schon halt leid, so, aber er performt halt auch nicht, aber es ist immer so schwierig. Aber ich habe ihn jetzt schon wieder im Tippspiel gehabt, ne? Und er hat schon wieder verkackt. Ich hasse das. Immer in diesem scheiß Tippspiel nehme ich ihn und nee, dann verkackt er. Eine Bar, Bier, Alkohol, Menschen. Beruf? Denkt sich Jay, dass Königin ein Beruf ist? Immer schwierig. Am Anfang muss man erstmal gucken, was matcht so mit, ne? Ja, Tier. Tier habe ich, glaube ich, auch. Habe ich zumindest zwei Sachen mindestens. Du hast Tier gar keins. Skelett vielleicht. Weil es gibt halt den Kater als neutrale Karte. Grau, ja. Ja, wobei neutrale Karten finde ich tatsächlich nie so schlimm. Also ist natürlich ärgerlich, aber du blau treffen aus meiner Perspektive ist natürlich viel schlimmer. Ja. So, dann haben wir Kaffee, Dekoration, Elle, ja, Roboter, Skelett, Königin, Bühne. Jay wird Dekoration auf einer Bühne auch haben. In Florenz, da sind ganz viele Blumen oder so, ist alles nicht gut. Kaffee wird er den Tisch nehmen. Boah, das ist schwierig gerade. Fuß und Skelett ist natürlich auch doof. Ja. Was könnte denn noch gut zusammenpassen? Was haben wir denn für Geografie-Sachen? Wir haben Florenz. Das war's, oder? Nur Florenz. Krass. Ja. Tiere haben wir. Ja, so Bar, also wir haben Bar, Tisch, irgendwie so Restaurant oder so. Ja, stimmt. Bar und Tisch geht natürlich, das stimmt. Papagei haben wir als Tier. Wir haben den Kater. Wir haben. Ja, Körperteile mit eigentlich? Fuß und Elle. Sattel. Stimmt, Skelett. Ja, Flanken. Beim Pferd nennt man's Flanke, ne? Ja, stimmt. Ja, gut, ja, es ist immer die Flanke. Du kannst du beim Menschen die Flanke nennen. Ist ja die Seite. Ja, theoretisch. Seite gibt's aber auch. Das stimmt. Oh ja. Alter. Farbenfroh. Boah, farbenfroh ist ein gutes Wort. Blume, Clown und Papagei, was sagst du dazu? Blume, Clown, Papagei. Ja, ja, safe. Farbenfroh ist rosa, Farbenfroh ist natürlich. Das ist aber gar nicht so schlecht, nach der Optik zu gehen. Aber farbenfroh ist im Prinzip ja mehr als eine
Farbe. Ja, also vielfarbig, ja. Ja, also ist rosa damit raus. Ja, würde ich auch sagen. Bühne könnte aber drin sein. Nee, farbenfroh, es gibt nie eine, welche Bühne ist denn farbenfroh? Sattel, Lehrer, rosa. Nee. Danke, Teleskop auch nicht. Schleuder nicht, Bar, Kaum. Tisch, nein, Elle, nein. Clown und Blume sind beides farbenfroh. Dichtung, nein. Florenz, deine Seite. Ganz ehrlich, wenn du bei farbenfroh einfach an die Seite denkst, statt an eine weiße Seite, dann kacke ich dir aber in den Hals, Jay. Ja, wow. Rasen, Fuß, Bühne, vielleicht eine Papagei auch. Untertasse, Königin, die könnte auch noch farbenfroh, wobei auch nicht. Rosa, gibt's nur eine Farbe? Glaub schon. Dann könnte man nur, wenn Blume und Rosa zusammen wären, eine rosa Blume. Oh, könnte Frau machen oder sowas. Rosa, Blume, Königin. So, das könnte passen, aber. Ja. Ja, Dichtung und Roboter vielleicht irgendwie zusammen, sowas Mechanisches. Ja, aber das passt nie zusammen. Was prediktest du, ist das Schwarze? Oh, okay. Ich sag. Was fühlt sich denn noch schwarz an? Papagei. Bühne. Die Bühne hat's mir angetan, die Bühne ist schwarz. Okay. Mal gucken, ob wir. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals in einer der Codenames-Folgen richtig getippt haben, einer. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, prunkvoll oder so. Ich finde Farbenfroh 3 eigentlich gut. Farben. Das finde ich auch gut. Papagei, Clown und Blume ist stark. Farbenfroh 3. Ich muss echt sagen, ich finde die Wörter generell schwierig zusammenzuordnen, ne? Finze? Finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Die finde ich schon ein bisschen. Wir hatten schon mal einfachere. Ja, aber es sind nicht zum Beispiel so Wörter drin, die komplett beschissen sind. Farbenfroh. Okay, farbenfroh. Okay. Also, Papagei ist für mich farbenfroh. Eine Königin kann auch farben. Wobei, eine Königin würde ich nicht farbenfroh gekleidet sehen unbedingt. Das ist ja Quatsch. Lass mal erstmal weg. Ja, die haben schon ich einfach so mal Sicherheitsalben. Bunte, ja, 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 stimmt. So. Ja, 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 ja. Und Kleider. Eine Blume kann natürlich farbenfroh sein. Guck mal, der Papagei hat er schon mal. Königin! Nur ist die Königin. Nein, die wird er nicht nehmen. Die Blume. Ein Clown. Eine Rosa ist eine Farbe. Haben wir schon ganz gute Sachen angeklickt. Das sind 5 Sachen. Den Clown. Nimm nicht Rosa. Aber, also ich würde es auch anklicken, weil es eine Farbe ist, Bram. Also, zumindest für die Auswahl. Und 3 Stück froh. Also, Moment, gehen wir nochmal auf farbenfroh selber. Sehe ich, glaube ich, sonst nichts. Was noch farbenfroh sein könnte. Na, Florenz ist eine farbenfrohe Stadt. Ja, das weiß ich nicht. War ich noch nie und ich glaube Bram auch nicht. Also, würde ich jetzt. Nee. Also meinetwegen kannst du das gerne dann als farbenfroh reinnehmen. Ich nehme das erstmal dann nicht rein. Irgendwie. Boah, Blume? Eine Blume kann halt echt farbenfroh sein. Froh. Was könnte denn froh sein? Froh. Wenn er froh meint, wenn er es aufteilt. Da sehe ich nicht wirklich viel, was froh ist. Leute Bram in ist einer froh. Bar sind froh. Ja, richtig. Bram ist froh, wenn er in einer Bar ist. Das stimmt. Oder auf einer Bühne. Wenn ihr auf der Bühne seid, seid ihr auch froh. Und angespannt. Und nervös. Aber ja, auch froh. Boah, ich tue mich noch so schwer mit meinen Figurenbegriffen. Ja, vielleicht bist der Königin gleich schon quitt. Ja, das wäre toll. Eine Bar ist auf jeden Fall farbenfroh, Jay. Würde ich auch so sehen. Du kannst Bar nehmen. Das ist okay für mich. Ja. Auch wenn er komplett lost sein Vater ist. Aber das kannst du von mir aus nehmen. Also ich habe eher das Gefühl, dass wir die Bar, die Königin da nicht sehen. Und eher so Papagei, Rosa. Und dann wird's. Die zwei finde ich am wahrscheinlichsten. Ein Clown ist auch sehr bunt, aber eine Blume blöderweise auch. Boah. Und rosa ist halt die Farbe einfach. Jetzt kann er natürlich auch meinen, dass er wirklich farbenfroh meint und dann wirklich nur die 3 meint und die Farbe gar nicht. Aber das ist halt auch so, Das ist halt wahrscheinlichere. Wahrscheinlich ist dann Blume oder rosa nachher sogar irgendwie schwarz. Also wenn er bei mir farbenfroh Clown... Also ein Clown ist doch... Ein Clown hat immer weißes
also wenn ich mir Christians Joker ansehe, ja, grüne Haare, rotes Gesicht, beziehungsweise rote Lippen, weißes Gesicht, er ist immer generell, ist ein Clown so kunterbunt angemalt, das ist für mich ein farbenfroher auf jeden Fall. Eine Blume ist in der Regel eigentlich auch nur einfarbig, beziehungsweise zweifarbig. Außer du hast so eine krasse Blüte, die halt so verschiedene Übergänge hat, von Rot zu Gelb oder sowas. Das gibt's ja auch. Aber wenn du eine Blumenwiese hast, ist die ganze Blumenwiese farbenfroh. Das ist richtig, da steht auch nicht Blumenwiese, da steht nur Blume. Ja, das ist dann der Interpretation. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem an der Sache, dass wir die drei Sachen haben. Ich nehme jetzt einfach mal den Papagei als erstes. Okay, sehr schön. Sehr gut, Bram. Dann nehmen wir den Clown. Sehr gut, Bram. Tja, und jetzt haben wir 50-50. Ja, der macht die drei richtigen Scheiße. Das ist richtig smart gewesen. Clown. Das war richtig smart. Komm, jetzt eine Blume. Ja, nimmt er auch. Nehmen Blume statt Rosa. Farbe oder Blume? Oh, ey. Ich nehme die Farbe. Ah, das ist doch die Blume. Ah, nice, okay, schade. Oh, ihr nehmt doch Rosa. Ja, okay, aber er hat ja Blume. Also, es war eine super Runde, Bram. Es war eine gute Runde. Das war mir bewusst mit Rosa, dass das in der Gefahren-Dings ist. Heißt, ich werde ihm gleich ich gehe einfach davon aus, dass er Blume nehmen wird. Ja, denke ich auch. So würde ich auch spielen. Oder doch, Florenz. Hätte ich doch mal... Nee, das ist die Blume. Ah, hätte ich doch eher bei der Blume sein sollen. Egal, Bram war ein nice one, weil wir haben die Blume gleich. Oder doch Blume die haben wir gleich. Ach, blablabla. Ich lass mich hier... Nee. Okay, also ich tue mich echt schwer. Also Flanke und Bühne ist so richtig Müll. Bühne. Opernsängerin, Königin, Bühne und Auftritt. Ja, aber im Auftritt ist Königin nicht mit drin, so richtig. Ah, die tritt auch auf. Und dann ist auf einmal der Fuß mit drin beim Tritt. Okay. Ja. Ja, ist halt auch so. Pff. Ich hätte ein richtig gutes. Ja, sag mal. Nee. Ja. Kann ich nicht machen. Ja, kannst nicht machen. Ja, ja. Du könntest Ja machen, J-A. Jahreszeit. Hast du nicht. Nee, aber Zeit. Ich so, überlege gerade, was. Also Ja musst du ja irgendwie verbinden. Das Ja ist so allgemein. Also wie kommt man auf Ja, außer... Ha. Ich bin extra mit dir jetzt in ein Team gegangen, damit ich mich die ganze Zeit nicht so dumm belabern lasse wie bei Sebastian. Oh. Sebastian labert auch die ganze Zeit rein. Ja, der wohl nicht so funktioniert. Du bist ja genauso am rein Trash-Talken, ey. Ist ja schrecklich. Ja, beim Poker habe ich es nicht so gemacht, deswegen dachte ich, probiere ich das jetzt nochmal besser mit dem Trash-Talken. Naja. Licht. Auf einer Bühne braucht man viel Licht. Da brauchst du viel Licht. Lichtjahr, ja. Lichtjahre. Ja. Teleskop. Da wird das Licht gebrochen. Lichtfleck. Untertasse. Nee. Lichtfleck. Fuß. Licht. Rasen. Lichtseite. Seite. Licht. Lichtseite. Nee. Katerlicht. Florenzlicht. Dichtung. Blume. Eine Blume braucht natürlich Licht, aber sie weiß ja, dass Blume von dir ist. Bar, Tisch, Elle, Sattel. Ich glaube, ich nehme Licht. Sepp hatte jetzt ja eigentlich lange zum Nachdenken, oder? Ja, vielleicht scheint das auch schwierig zu sein. Wahrscheinlich. Vielleicht ist auch Blume, vielleicht ist ja Blume blau. Und der muss sich jetzt was Neues überlegen. Dann wäre es eine Kornblume, wenn sie blau wäre. Ist richtig. Oder, was gibt's denn noch? Eine Narzisse ist auch blau. Oder ein Krokus kann auch, glaube ich, blau sein. Ja, gibt auch Hortensien in blau. Hortensien gibt's auch. Hyazinthen. Wobei, die sind, glaube ich, eher violett. Rosa. Orchideen, wenn man die so färbt. Also meistens, die sind ja alle mittlerweile gefärbt. Okay, wenn ich einen Baum blau ansprühe, dann nein, ist so der auch blau. Nein, so weit ist es nicht. Aber mittlerweile sind, also die meisten Orchideen haben ja quasi Farbstoffe drin. Ich hatte mal eine Orchidee, die war am Anfang, hatte die irgendwie so dunkelrote Blüten und beim nächsten Mal blühen, hatte sie ganz eine andere Farbe.
Sind nicht die Tulpen blau bei Animal Crossing, wenn du sie richtig geil züchtest? Ja, das gibt's auch. Ja. Licht 3. Lichtjahre, Teleskop, da fällt Licht rein. Ja, könnte sein. Und auf der Bühne braucht man viel Licht. Ist jetzt nicht wie farbenfroh in die Fresse. Aber I try. Okay, Licht. Kann ich verstehen. Licht, ja, ist doch ganz klar Fleck. Denn warte, blinder Fleck ist ja dann vom Licht, ne? Bei der Sonne. Ja, aber erstmal haben wir Bühne. Das ist schon schwierig. Bühne! Lena! Bühne? Das gibt's auch nicht. Das ist ja direkt Bühne. Das ist ja fast noch das Abwegigste. So, da ist Licht drauf. Drei für Licht. Untertasse nicht. Königin? Ja, die steht im Rampenlicht? Keine Ahnung. Also hätte er auch Rampenlicht nehmen können. Dead Roboter? Hätte wirklich Rampenlicht nehmen können für Bühne. Schleuder in der Bar Licht? Bar finde ich gut. Aber in der Bar ist doch schummrig. Ja, Lichtbar finde ich gut. Das ist extra so eine Bar, wo, dann so, wo du Lichter bestellen kannst. Weißt du, so, ja, heute nehme ich mal eine Tasse Sonne. Also klar hast du in der Bar Licht. Also wo nicht, ne? Okay, Bar ist jetzt... Okay, Bar habe ich jetzt nicht gesehen. Also beim Teleskop brauchst du eigentlich wenig Licht, wenn du da rausgucken möchtest. Also wenn ich ins Licht gucke mit dem Teleskop, bin ich, glaube ich, blind, ey. Ja, deswegen, aber vielleicht ist es deswegen ja trotzdem drin, weil man dann wenig Licht braucht und das ist quasi... Tut's ja, weil Licht reimt sich auf Dichtung. Dichtung. Lichtjahr vielleicht? Lichtjahre? Deswegen ja? Das ist sehr gut. Das ist zu weit weggedacht, ich weiß nicht. Obwohl Sepp denkt, glaube ich, so. Das könnte passen, oder? Aber ich weiß, wo sie herkommt. Das ist ein Ort. Genau, Lichtjahre. Ja. Teleskop. Ah, fuck, ey. Teleskop ist zu schwierig? Aber wenn man weiß, dass es blau ist, dann... Ach. Ja, wenn man weiß, dass es blau ist, ist alles... Ja, dann ist das immer so obvious. So, ja, Licht, ne? Die geht Teleskop, da scheint das Licht durch. Und deshalb sieht man was und... Aber ich gebe dir einen Tree-Tipp, ja? Ein Rasen braucht Licht zum Wachsen. Man bräuchte auch Licht, man braucht auch ein Licht, um Roboter zu bauen. Das schwierig ist im Dunkeln. Vorteil. So eine fliegende Untertasse, die saugt dich auch ein und dann ist vorher so ein Licht. Okay, jetzt wird es ein bisschen wild. Oh. Ich würde ihn gerne schreien hören, wenn ich schon was Falsches hier angeklickt habe. Ich höre ihn nicht. Ich würde mal sagen, als erstes würde ich die Blume mal testen. Nee. Das kannst du ja gleich testen, wenn du das möchtest. Ist okay. Bram, ich habe dir einen geschenkt. Ja, mal gucken, ob die überhaupt Bar nimmt. Doch, ich glaube schon. Bar ist dann doch, wenn man drüber nachdenkt... Ähnlich wie Bühne ist halt ein Ort, wo Licht scheint, ne? Also wo man Licht braucht, extern. Ja. Das macht schon Sinn. Da braucht man zwar nicht viel Licht, aber so vom Grundgedanken. Aber ich würde Bühne auf jeden Fall sagen. Ja, dann klick doch an. Mache ich jetzt auch. Schön. Das ist beruhigend. Ja. Auch wenn es gleich zu Ende ist, weil ich da zu weit gedacht habe, wäre das ziemlich doof. By the way, Papagei und Bühne, wo wir beide schwarz getippt haben, sind schon beide bei uns drin gewesen, ey. Ja, wir haben da ein sehr schlechtes Bauchgefühl. Wir müssen gleich mal neue raussuchen, die wir nehmen. Falls ich das jetzt nicht klicke. Also ich klicke jetzt einfach mal Ja an und ich hoffe, dass es nicht schwarz ist. Boah, nice, sehr smart, sehr gut. Ah, ja! Nice. Ich weiß, dass ihr jetzt einen roten geschenkt bekommt.
Lena, denk doch mal drüber nach! Jetzt haben wir noch eins. Aber was war denn noch zu Licht? Es gibt halt schon so Licht, so Sonnenflecken und Lichtflecken, auch wenn man fotografiert oder so zum Beispiel. Dann auf Bildern. Aber das war schon so ein einfach mieser Bait von Jay. Nein, vielleicht auch nicht. Ich könnte es halt auch beenden, weil ich mir zu unsicher bin. Oder du klickst einfach random rein. Ja, das ist immer gut bei diesem Spiel. Lorenz ist, glaube ich, auch eine sehr lichte Stadt. Scheiße. Oh Mann. Ein Schenken ist das Schlimmste. Ah, shit. Boah, nimmt sie Bar? Shit. Ja, sie nimmt die Bar. Sie überlegt, also... Kommt sie auf Bar? Lichtbar? Barlicht? Nee, einfach weil es ein Ort ist, wo man Licht anmacht auch. So wie auf der Bühne. Ich glaube, ich beende das hier. Lieber safe gehen. Ist keine schlechte Wahl, glaube ich. Also, da gibt's viele Sachen. Licht ja und Bühne hätte ich auch gesehen, ehrlich gesagt. Oh, sie beendet. Das Raten. Oh, nice, Lena! Nice! Okay. Immerhin nur zwei. Also ich würde auf jeden Fall die Bar jetzt nicht wegnehmen. Ja doch, mach mal Bar. Nee. Bart. So. Wird der Blume so nehmen? Er wird Blume nehmen, safe. Nein, er wird nicht Blume nehmen. Entschuldigung. Nein, er wird nicht Blume nehmen. Bedichtung, Fuß, Untertasse, leerer Sattel. So, was denkst du jetzt in den schwarzen Begriff oder der schwarze Begriff? Nicht Blume. Leerer. Ich sag Untertasse. Ah, die ist doch blau. Für dein Licht. Nein, die ist schwarz. Dürftig. Darf man Unterricht schreiben, weil Unter in Untertasse drin ist? Nein, das ist egal. Also es gibt das Wort Unter ist ja alleine nicht da. Also. Das ist richtig, ja. Du darfst auch was mit der schreiben, obwohl da Schleu der steht. Also in meinen Augen ist das okay. Unterricht. Ist ja auch vom Sinn her was komplett anderes. Also du willst ja damit nicht Untertasse verknüpfen, denke ich. Nee. Ich war jetzt eher bei Lehrer und dabei ist es in meinem Kopf, kam Unterricht halt als erstes auf, einfach nur. Und dann habe ich es jetzt schon wieder verworfen, weil ich nicht wüsste, wie es weitergeht. Aber bei Untertasse dachte ich mir so, dürfte ich Unterricht überhaupt machen? Alter. Okay, wie kriege ich Dichtung, Sattel und Lehrer? Oder Fuß? Untertasse. Unten. Ich glaube, Tasse selber vielleicht nicht, aber unter ist ja einfach nur ein beigefügter Tasse, Begriff. Gefäß. Gefäß. Sattel, Pferd. Pferd. Bedicht komm, Ram. Zeit, was, bin geil. Was es noch sein könnte jetzt mit Licht? Also was findest ich jetzt du? Im Hinterkopf verhalte. Ich würde die Blume andrücken. Ein Pferdetritt. Könnt ihr damit auf Fuß kommen? Ja, so der Fuß vom Pferd. Pferdetritt, ist Pferdetritt ein Wort? Ich guck mal, überleg du mal weiter. Pferdetritt. Ins Gesicht, Reitunfall, ne? Pferdetritt, ja. Wie stark sind Pferdetritte, ja? Pferdetritt. Und du musst sie noch wegkriegen von Bar oder auf irgendwas anderes. Bis jetzt hast du auch nur zwei. Ich finde Pferdetritt gut. Pferdetritt 2. Auf jeden Fall ein guter Zweier. Ich glaube, das geht schon klar. Ja. Pferdetritt. Was ist denn ein Pferdetritt? Was? Was ist denn? Da ist doch Pferdekuss. Oder nicht? Was ist denn Pferdetritt, Bram? Ja, okay, Sattel und Fuß, weil ich trete mit dem Fuß. Nein, die Blume. Bei einem Pferdetritt kann mir da auch einen blauen Fleck geben, ne? Ja. Sattel und Fuß hat er direkt ins... Ah, Mann, ey! Das läuft ja aber echt wie geschmiert hier. Ah, den Fleck.
Fleck. Jo, blauen Fleck, stimmt. Ah. Der Fleck könnte Untertassen groß sein. Das ist wohl richtig. Könnte auch mein Skelett brechen. Oder meine Elle brechen. Der Fleck könnte an der Seite sein. Und an der Flanke. Aber ich trete ja mit dem Fuß. Ich trete ja nicht mit einer Hand. Das ist ja schon eher der Fuß. Farbenfroh, ein blauer Fleck kann übrigens auch sehr farbenfroh werden. Ja, das stimmt. Muss man an der Stelle sagen. Also er ist so blau, lila, grün, gelb. Boah, ich war im Europa-Park vor 3 Wochen oder 4, ich weiß es gerade nicht mehr, aber da gibt es eine Achterbahn, wo meine Oberschenkel die ganze Zeit so rechts und links so krank, so geisteskrank an so eine Metallstange gescheppert sind. Das hat so wehgetan. Ich hatte danach 2 Wochen lang so, ich sag mal so, ja schon mehr als unter, was ist denn das? So handballgroße blaue Flecken rechts und links an der Seite. Welche Achterbahn war das? Poseidon hieß sie, glaube ich. Wo man im Boot dann da sitzt und die Wasserachterbahn. Genau, genau, ja. Die war die so halb, gar nicht. Halb Schiene, halb Wasser ist ja, dann, das ist die schlechteste Achterbahn. Die hat nur wehgetan. Egal, ich nehme jetzt den Sattel, ich nehme den Fuß und ich nehme die Blume. Jawohl, Bram. Geil. Geil, der Bram. Und ich gehe kurz Pipi machen. Jawohl, Sattel und Fuß. Perfekt, Blume. Danke. Alter. Pff. Okay. So, jetzt hast du Bar sogar noch übrig, ey. Boah. Das ist richtig doof, ey. Das war gut. Ich brauche... Wie kann ich die beiden verbinden? Richtung leerer Untertasse. Bar machst du für mich, oder? Ja, Bar mache ich für dich. Nimm das mal raus. Das ist anscheinend schwierig, weil Sepp auch wieder gerade wieder ein bisschen braucht, um ein passendes Wort zu finden. Muss nicht zwangsläufig schwierig sein. Das Problem ist, dass Bram sehr, sehr gute Arbeit leistet und damit Vorarbeit geleistet hat. Kann ich für dich tun? Oh, danke, nice. Dankeschön. Braucht mir gerade Parkschein ausgedruckt für NFL-Game nächste Woche. Oh, nice. Wir sind. Und ich habe keinen Drucker in meinem Zimmer, sondern nur sie. Ich habe auch keinen in meinem Zimmer. Ja, keine Ahnung, ich brauche wirklich keinen Drucker. Also nicht extra. Also der Haushalt braucht einen Drucker. Aber ich druck halt so gut wie nix. Ich druck halt gefühlt so 2-mal im Jahr oder so. Ja. Meist, wenn es irgendwie Steuersachen sind oder so, keine Ahnung. Solche Sachen halt. Aber sonst. Was ist denn alles eine Flanke, Bram? Ja, woran denkst du als erstes? Ja, Fußball. Ja, habe ich auch gedacht. So, was ist denn noch eine Flanke? Keine Ahnung. Gibt es noch was anderes außer beim Fußball die Flanke? Die Bananenflanke. Ja, aber das ist ja eine Flanke beim Fußball. Das ist richtig. Ich überlege gerade, ob es noch ein anderes Thema als Fußball gibt. Bei Fußball kann man auch mit Bar connecten. Das ist richtig räudig. Weil wo guckst du Fußball? Häufig in der Bar. Das ist richtig. Das finde ich schön. Also das finde ich positiv. Ach. Ja. Aber... Teleskop, Alter. Also ein Teleskop macht Sachen ja größer, näher. Penis. So, Teleskop, Flanke. Oh ne, Flanke ist ja auch seitlich, ne? Das ist richtig, ja. Zum Beispiel ein Pferd hat auch eine Flanke, aber das wollte ich natürlich nicht sagen. Ja, nee, ist richtig. Also eine Flanke beim Schiff oder so. What? Ist das Flanke? Das ist nicht Flanke, also wenn du von an der Flanke angreifst, also ist das so? Wenn du das sagst. Nee, im Krieg ist die Flanke ist offen. Also ja schon, also. Ja, aber beim Schiff. Schiff? Ist das da auch eine Flanke?
Heißt das nicht Backbord und Steuerbord? Da heißt doch nicht Steuerflanke und Backflanke, oder? Nee, also beim Schiff nicht selber in Richtung, sondern einfach, dass eine Seite eine Flanke ist. Egal. Ich bin eh am Arsch. Das stimmt nicht, das ist 6. Du durftest jetzt einmal, guck mal, raten, wie weit du dann bist. Scheiße, Alter, ich muss von dieser Bar weg. Nee, wie gesagt, also das Licht kann ja noch sein, dass du das holst, so das dritte. Das wäre auch wichtig, tatsächlich, weil dann habt ihr dann auch 3 und könnt danach theoretisch ausmachen. Ja, das ist halt das Ding. Ihr habt gerade ein bisschen einen Vorteil jetzt. Ja. Wobei jetzt natürlich wir die Tiere draußen haben, ne? Ein Kater ist noch. Es gibt nur noch den Kater. Ja, aber das hilft zumindest schon mal. Das bringt natürlich nicht, jetzt Tier 1 zu machen für euch, oder? Dann habt ihr keine Chance. Aber Kater kann natürlich auch mal geil blau sein. Dann hat Bram das insane gut umschifft. Mit dem Clown, mit dem Papagei und dem Pferd. Sattel. Mit auch Tier-Ding gewesen. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie was er nicht nehmen wollte. Also wahrscheinlich blau, vielleicht sogar schwarz. Sonst hätte er auch einfach Tier 3 sagen können oder Tier 2 oder so. Mhm. Das war ein guter Tipp gerade. Könnte schwarz oder blau sein, I guess. Hm. Tja. Oder halt auch gar nichts. Und ihr habt einfach gar kein Tier bekommen. Das kann natürlich auch sein. Was fickt mich denn jetzt dieses blöde Teleskop so hart? Ja, mach doch erst die anderen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Wenn wir gewinnen, muss ich die beiden unterbringen. Ja, aber du kannst ja trotzdem was anderes machen. Vielleicht nimmt Jay aus Versehen Teleskop und Flanke. Nee. Das sind so dumme Begriffe, die nimmt doch keine Sau. Vielleicht komme ich jetzt sofort auf Bananenlinsen und dann sagt er, oh, ich nehme Flank und Teleskop. Also ich habe jetzt noch Bar im Kopf, weil da ist einfach Licht in der Bar. So. Was du mit Rasen gesagt hast, war halt echt gar nicht so bad, dass Rasen Licht braucht, um zu wachsen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er Tisch haben will als drittes, dann hätte ich Lampenlicht genommen. Denn Lampenlicht ist auf dem Tisch, Lampenlicht hast du auf der Bühne. Und Licht, ja, heißt das nicht Lampenlicht? Ist Lampenlicht? Lichtlampe, Entschuldigung, Lichtlampe. Lampenlicht, Alter, Lichtlampe heißt das doch. Oh mein Gott. Es heißt doch Lichtlampe, oder? Heißt das Lichtlampe? Wie heißt denn das? Jetzt bin ich selber voll verwirrt. Meinst du eine Tischlampe? Ist das doch Lampenlicht? Na klar gibt's Lampenlicht. Heißt nicht Rampenlicht? Nein, Lampenlicht. Ja, aber das Licht einer Lampe. Ist doch Lampenlicht. Bin doch nicht blöd, oder? Mach mal das Lampenlicht da aus. Hä? Das habe ich noch nie so gesagt. Mach mal das Licht aus. Aber warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken. Es gibt doch Lampenlicht als Wort. Lampenlicht. Ja, Mann, Google, nerv mich nicht. Ist kein Lampenlicht? Also ich benutze dieses Wort nicht. In meinem Wortschatz ist es nicht vorhanden. Was denke ich denn dann? Eine Lichtlampe ist es ja auch nicht. Lampenlicht. Lampenlicht Outlet Sandam. Guck mal, das ist das Holländisch, Alter. Das ist das Holländisch. Und ich, oh mein Gott. Lampenlicht. Oh, nimm doch, pass auf, nimm da statt Teleskop, nimmst du Handy-Polizist. Für Teles, für Handy und Kop, für Kopf, für Polizist. Macht das Sinn? Das macht Sinn, also, oder was ich gesagt habe? Nee. Also ich habe dran gedacht, Feldstecher zu nehmen. Feldstecher? Weil ein Feldstecher ist ja ein Fernglas in, das haben die ja immer im Krieg gehabt, oder? Ja. Ja, Bram, du findest das schon geil, weil das ist so ein dummer Begriff. Gibt's auch hier bei Company of Heroes, nicht bei Company of Heroes, bei Hell Let Loose. Genau, bei so, genau. Ja. Bei so Kriegsspielen. Ja. Und da ist ja die Flanke. Um zu gucken, ob die Flanke... Das ist so dumm. Ich werde mir mein eigenes Grab so hart
Ey, Feldstecher finde ich gut. Alter, das ist so dumm. Das ist was Neues. Da kannst du genauso gut Handypolizei schreiben. Ja, ich hätte auch Handypolizei schreiben können. Ey, Lena, tut mir leid, ich tue mich da so schwer. Aufrate! Okay, Feldstecher. Was ist denn Feldstecher? Was ist denn das schon wieder? Ey, so für Wörter! Aber Feldstecher 2 nur. Hm. Also Rasen. Was ist das Licht? Feld. Ja. Ja, also doch tatsächlich Rasen und Licht? Oder meint er was anderes? Aber du könntest doch... Nicht funktioniert, dann haben wir halt verloren. Einen, jawohl, das finde ich gut. Feldstecher hätte ich auch als allererst an Rasen gedacht, bin ich ganz ehrlich. Scheiße. Aber Rasen Feld. Ist ja... Rasen... Ich hätte einen Vierer für dich. Ach, deine Mutter. Das ist doch so simpel. Also ich finde, Lena sollte jetzt Rasen nehmen und dann Bar. Nee, das stimmt nicht. Das geht ja gar nicht. Sie sollte erst Bahn nehmen. Sie wird dann erst denken, Rasen anklicken und dann ist einfach die Runde vorbei und wir sind völlig am Arsch. Ja, das musst du wissen. Aber was denn für, was denn für ein Stecher? Die Königin, die hat doch einen geilen Stecher da, den Prinz Charles, oder? Mit einer Elle kannst du bestimmt auch einen stechen. Ich hab gar keinen Plan. Vielleicht hattest du auch früher so einen Lehrer, den du so einen Crush drauf hattest. Wir hatten eine Lehrerin, der hattest einen Crush drauf. Ist das auch ein, wobei ein Lehrer als geiler Stecher zu bezeichnen, ist, glaube ich, ganz unangenehm, wenn du halt Schüler bist. Ei, ei, ei. Weiß ich jetzt nicht. Heck, nee. War das ein Königin-Skelett? Oh, ich weiß es. Das sag ich dir nicht. Doch, sag mal. Ich hab was, weil ich andrücken würde. Ich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber das Wort gibt's so, ne? Ich denke schon. Also das ist nicht unsere Aufgabe tatsächlich hier. Das müssen die untereinander... Die werden mit Sicherheit das untereinander besprochen haben. Die sind ja zusammen jetzt im TS. Ja, okay, ja gut. Also da kannst du von ausgehen, da musst du einfach sagen. Du kannst halt denken, okay, was könnte Feld und was könnte Stecher, Stechen, whatever sein. Ja, da bin ich gerade dabei quasi. So, hier, wie heißt das? Mücke. Weißt du, da würde ich das zum Beispiel andrücken. Rasen und Mücke, wenn es das geben würde. So, oder Biene. Sticht ja. Ja, ich überlege halt, weil das also vielleicht ein Instrument ist quasi, ob dann quasi Schleuder... Ist, weil das ja auch ein Instrument ist. Eine Schleuder als Instrument? Was ist denn das? Ja, so spiele ich denn damit? Nein, ich meine nicht als Instrument, als Musikinstrument, sondern so halt als Gerätschaft, die man halt irgendwie benutzt. Aha. Hey, drück's an. Für mich ist das cool. Aber du hast was anderes im Sinn. Das verunsichert mich hier gerade ein bisschen. Mann! Ach. Also Flak und Teleskop fucken mich so hart ab. Da tilte ich ein bisschen rein, muss ich zugeben. Aber dass sie bei Feldstecher nicht Teleskop anklickt, aber oder sie weiß gar nicht, was ein Feldstecher ist. Also ich, wenn du Feldstecher gemacht hättest, hätte ich das auch nicht gewusst. Echt nicht? Nö, wenn du mir nicht nochmal erklärt hättest, hätte ich das nicht gewusst. Oh. Ich höre bei Feld. Ich wäre bei Feldstecher auch bei Feld oder wenn ich so Rasen, okay, Feldstecher, Ja, vielleicht hätte Jamie das dann jetzt gnädigerweise erklärt. Kacke. Ich nehme jetzt erstmal Rasen. Fuck! Was? Also bei Feldstecher nicht Rasen zu der... Was? Ich bin geschockt. Es tut mir leid, Sepp. Ich habe keine Ahnung, wie du denkst. Ja gut, für die ist das halt besonders schwierig, da du ne, da nicht wirklich bei den... Du bist ja der erste Mal jetzt bei der Codenames-Aufnahme dabei. Ja. Muss eure Denkmuster erstmal herausfinden. Ja, und Sepps Gedanken sind mysteriös und komplex. Sie nimmt einfach Rasen. Wir sind Rasen. So lost. Warum hast du den Vierer nicht genommen? Wir sind so lost, Bram. Warum gehst du nicht auf Königin, Skelett, Roboter und Elle? Jetzt nimm deinen scheiß Dreier und mach endlich Ende. Ich hab keinen Bock mehr.
Ja, aber ja, ich habe einen Dreier, bin ich ja noch nicht am Ende. Mal gucken, ob wir das auch erstmal schafft. Aber trotzdem frage ich mich, warum du nicht Königin Skelett, Roboter und Elle oder irgendwie. Oder sie auch hat nicht mal bei Licht 3 über was anderes nachgedacht. Nee, das ist richtig. Warum weigerst du dich, Königin Skelett, Roboter und Elle anzuspielen? Weil ich ein Hurensohn bin. Okay. Na dann, dann muss das der Grund sein. Okay, pass auf. Also, weißt du, also du hast ja keinen Vorteil. Du kannst mir nichts wegnehmen und so weiter. Du kannst mich ja höchstens verwirren. Deswegen kann ich es ja auch genauso gut sagen, was ich nehmen möchte und was ich mir dabei gedacht habe. Ja? Ich werde Kaffee nehmen. Also das Getränk. Nicht Tasse, Tee. Bar. Genau, und Lehrer. Weil ich weiß, Jay hat bei Kaffee schon mal den Lehrer angeklickt. Oh. Und ich sehe den Tisch als Gefahr. Aber der ist grau. Ja. Also drauf geschissen. Ich sehe Fleck nicht. Vielleicht, aber ist grau. Nein. Drauf geschissen. Königin Skelett und Roboter wird er bei Kaffee hoffentlich nicht nehmen. Nein. Kater von mir aus. Seite wird er nicht nehmen. Florenz von mir aus auch noch. Wenn man ganz weit die Dichtung. Ist mir egal, wenn er die Dichtung. Soll der bei Kaffee nehmen? Ach, weil die mal Kaffeepause machen. Genau, weil die mal Kaffeepause machen. Ah, das war das Ding. Ja, ich erinnere mich. Das hatten wir mal. So, dann überlege ich halt, Flanke und Teleskop wird der bei Kaffee nicht nehmen, Ellen nicht, Königin, Skelett und Roboter auch nicht, das ist okay. Oh, Königin aber schon, die trinkt auch gerne mal Kaffee. Nein, die Königin, da wird er an Queen Elizabeth denken und die war Engländerin und die trinkt Tee. Okay, ja, so, echt. Ja. Ja, so. Kommt dann nur noch scheiß Kaffee. Das ist endlich vorbei, da muss ich mir auch gar nicht mehr lange Gedanken machen. So, und deswegen ab dafür. Kaffee. Gut, die Untertasse, die du schwarz hattest. Die werde ich schon mal eindrücken. Es gibt guten Kaffee in Florenz. Und die Königin trinkt auch. Gibt einen Kaffeefleck. Würde ich auf jeden Fall sagen. Kaffeeflecken gibt's. Hilft Kaffee gegen Kater? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Kaffeemaschinen gibt es. Lehrer trinken immer Kaffee. Das ist auch richtig. Lehrer trinken Kaffee. Danke für den Tipp. In einem Kaffeetisch? In einer Bar? In einer Bar kann ich auch Kaffee trinken, das ist richtig. Scheiße, Mann. Ah, den Fleck. Gib mal Seite an, Jay. Hab ich ja gerade gesagt, den Fleck. Kann sein, dass er den Fleck nimmt. Okay, ist halt grau. Aber denk erst mal drüber nach. Jetzt klick mal noch ein paar andere an. Aber Bar und Lehrer finde ich auch schon gut. Roboter? Roboter? Oh, weil der den bringt. Oh ja, es gibt ja, Lehrer, Kaffee gut. Gibt es. Also, Kaffeeautomat oder so. Der Tisch, ja, nee, hab ich es ja gesagt. Wir waren doch mal essen und da gab es diesen Roboter, der den ausgeliefert hat. Na, Jay hat halt einen Sass auf die Bar wegen Licht. Ja. Okay, nimm nicht den Roboter. Bei Roboter habe ich nicht drüber nachgedacht. So. Ah, ist aber schon weit hergeholt. Also Fleck und Tisch ist mir noch egal, nimm nicht den Roboter. Ist schon weit hergeholt. Ja, keine Ahnung, ob Florenz irgendeine Kaffeestadt ist, Alter. Ja, das ist eine super bunte Kaffeestadt. Aha. Deswegen auch farbenfroh. Farbenfroh haben wir schon alle drei weg. Haben wir alle drei weg. Ja, ich kann die ja nochmal anklicken hier, wenn ich will. Nee. Kaffee schleudert man nicht. Muss Kaffee besonders gedichtet werden? Nee, der muss gefiltert werden. Das ist auch Quatsch. Du lachst hier mit deinen 6 Dingern, die du noch andrücken musst. Ja, was kann ich dafür, wenn Sepp Feldstecher nimmt? Also, ich finde einen Kaffeefleck nicht schlecht. Lehrer trinken für mich auch viel Kaffee. Das heißt, wir hätten beide Schwarzen dann weg, ne? Roboter, sag ich mal nein. In einer Bar kann man Kaffee trinken. Bram bestellt sich eigentlich auch immer gerne mal einen Kaffee, gerade so in einem Restaurant, so Milchkaffee oder ein Latte Macchiato. Aber, boah, das könnte natürlich sein, aber, boah, in einer Bar. Ja, Roboter nimmt da raus, okay. Das ist gut, okay. So, jetzt nimm einfach den Lehrer und nimm von mir aus Tisch oder Fleck, verstehe ich. Ich verstehe den Kaffeefleck, ich verstehe den Kaffeetisch, verstehe ich. Aber wie gesagt, das Risiko gehe ich ein, auch da du noch 6 machen musst. Und solange Bar offen bleibt, im Zweifel, ist Licht und Bar immer noch für Lena da. Das reimt sich sogar ein bisschen. Ja. Bin auch Autor, wissen viele gar nicht. Dichter nennt man sowas. Tisch.
Gibt ja auch Alkohol mit Kaffee. Ja, ja, das stimmt. Wenn man an Bram denkt, dann nimmt er eine ganz schöne Menge Alkohol immer zu sich. Das stimmt. Dann ist er immer sehr dicht. Und dann braucht er wieder Dichtung. Also es ist dann Bar und Dichtung, weil ich nur anklicken muss. Pff, boah, ich finde das... Oh. Die Bar passt halt auch noch so zu dir. Deswegen dann eher so das. Weil es gibt natürlich auch Tischlicht. Wie gesagt, die Tischlampe gibt es immer noch. Ja, die gibt es natürlich auch. Ich nehme den Kaffeefleck erst. Ah, okay. Na gut, okay. Ja, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Ja, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance. Das heißt Lehrer? Tisch? Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Problematik, dass wir viele schaffen müssen, ne? Let's go. Versteht sie das, wenn ich das so mache? Wenn ich ihr 6 gebe? Weil Bar und Lehrer, gut, Tisch hast du noch, also ich versuche jetzt einfach Schluss zu machen. Auch wenn sie überhaupt gar keinen Plan hat, was ein Feldstecher ist, nehme ich auf meine Kappe, ne, ist halt zu spitz, nenne ich mal das Wort. Bin 10 von 10 gespannt, was das jetzt wird. Okay, na gut, okay. Wir haben noch eine Chance, Ja, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance. Das heißt Lehrer? Tisch? Hey, müsst jetzt erstmal ein paar... Florenz, hast du noch. Deine Mutter hat Florenz. Das hat ja irgendwie so eine Krankheit dann. Ja, ich lag letzte Woche flach mit Florenz. Ja, es könnte eine schwere Krankheit sein. Oder auch nicht, ich hoffe nicht. Aber... Ich habe ein Problem, aber ich hoffe... Du hast nicht nur ein Problem. Lena genau das erkennt, dass halt die Begriffe, die bei euch noch offen sind, Lehrer und Bar sind. Oh nein, es gibt noch Schleuder. Fuck me. Ja, aber Schleuder ist grau. Ja, nee. Ich werde uns unser Grab schaufeln, aber... Macht ihr das in der nächsten Runde aus? Schon. Ah. Das ist so das Problem. Also ihr macht das halt safe aus. In meinen Augen. Wie mache ich? Aber ich darf nicht 4 machen, weil wir müssen ja 6 anklicken. Das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Weil eigentlich möchte ich nur 4 eingeben, damit sie nicht denkt, okay, 2 weitere Begriffe passen zu diesem Begriff dazu. Nein, sie muss von Feldstecher die 2 Begriffe haben. Mm. Ja. Bitte nicht Feldstecher, Sepp. Was ist denn Feldstecher? Darf ich das Wort jetzt googeln? Das ist eine gute Frage. Ich habe halt Pferdetritt gerade auch gegoogelt, aber ich hatte ja schon beide angedrückt. Ja, meinetwegen kannst du googeln. Ich habe auch Rasen angedrückt. Ja, lass uns den Feldstecher googeln, ist okay. Ich will nur wissen. Ich will auch wissen, was der Feldstecher ist. Feldstecher. Aha. Ah, aha. Lol, okay, wenn was? Du das natürlich. Okay. Ha, jetzt weiß ich, was du anklicken musst. Jetzt weiß zumindest ich. Zumindest eine Sache. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, was ich anklicken muss. Ja, zumindest eine. Aber was ist die zweite? Das ist immer noch eine gute Frage. Okay, das habe ich aber auch nie gewusst. Also ich würde das Fernglas nennen. Hätte ich auch gedacht. Warum schreibt er denn nicht? Okay, dann das heißt dann ist Feldstecher aber wichtig anstatt Fernglas. Also eine Wald. Oder? Das habe ich aber auch noch nie gehört. Jetzt war es aber schon ein Vorteil, das zu googeln tatsächlich. Ja, siehst du. Ja, siehst mal, wenn ich wieder gönne. Ja, es ist sehr nett von dir, dass du das gegönnt hast. Ah! Aber ich kann nicht 4 eingeben, weil dann kann sie ja nur 5 Stück anklicken. Wir haben trotzdem verloren. Ja, okay. Welchen Begriff willst du überhaupt eintippen? Arm. Arm? Arm. Ja, warum heißt das Feldstecher? Okay, Arm jetzt geht's 6. los. Okay, warte mal, Elle. Florenz ist eine arme Stadt, habe ich gehört.
Wir haben immer noch dieses Teleskop dann, oder? Ja, drück ihm das Teleskop schon mal an, damit er sich wenigstens nicht ganz scheiße fühlt. Skelett. Okay. Arm 6. Wir sind am Arsch. Die Elle hätte ich auch genommen. Teleskop. Teleskoparm, okay. Arm ist gut. Das hat einen Arm. Lehrer sind ganz schön arm, weil die Schüler ziemlich scheiße sein können. Die Seite vom Arm. Die Königin hat einen Arm. Aber was ist denn immer noch mit Bar und Tisch? Wegen Licht hatten wir, da fehlt doch noch was, oder? Ein Roboter hat einen Arm. Aber ich hoffe, boah, Lena hat alle Blauen angeklickt. Guck mit dir an, Alter! Okay, die Flanke, das fickt uns halt. Okay, Lena, aber du bist insane gut. Das war einfach schwer. Aber dass du hier jetzt 5 Blaue angeklickt hast, ohne was Falsches anzuklicken, Respekt. Wir sind eigentlich gutes Team, aber die Flanke fickt uns halt voll rein. Aber ich guck doch, also nur um mich zu verstehen, ich will dich jetzt auch nicht verwirren damit, aber Teleskop gucke ich doch nachts, wo Licht, wenig Licht ist. Ja, das meinte ich ja auch vorher, vielleicht aber genau natürlich deswegen. Werden die Planeten oder Himmelskörper werden ja, also es sind ja Sonnen, die Licht halt ausstrahlen, so, die du halt am Himmel siehst. Wenn du die Sterne guckst quasi. Ja, ja. Wofür brauche ich sonst ein Teleskop? Mond, Planeten. Wobei... Teleskop gibt es da auch bei Piraten. Die haben doch dann dieses Fernrohr. Nee, das ist aber kein Teleskop. Das ist kein Teleskop. Nicht? Okay, ja, ich habe das ist halt so ein Fernrohr, ist das. Ja, ey. Okay, dann halt das. Okay, aber ich würde erstmal Elle nehmen, weil das ist ein Teil von dem Arm. Das ist ein altes Meta-Dingens. Elle. Das ist ein altes Feldmaß, glaube ich. Tatsächlich. Ach so, weil Ellen lang quasi, weil das so als Einheit genutzt wurde. Ellen, dann will ich nicht auf falsche Sachen bringen. Nein, es gibt ja dieses, es ist irgendwie 2, 3, 4 Ellen oder so, wurde, glaube ich, mal benutzt. Ja. Nimm mal erstmal die 5. Wieso nimmt sie denn nicht Lehrer? Weil Jay ja, weil Lehrer rot ist. Ja, aber weil Jay das angeklickt hat bei Kaffee? Ja, weil es safe rot ist. Aber denkt Lena nicht vielleicht, dass es halt die Kaffeetisch sein könnte? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, sie denkt, dass es Tisch und Bar und Lehrer ist. Also Lehrer safe, Bar nicht. Boah, Lena, rockt das jetzt! Oh, bitte. Oh, mich verwirrt immer auch dieses Licht und dieses Feldstecher, weil das war ja Feldstecher 2. Und ich hatte keins davon richtig. Gut, Feldstecher ist es offensichtlich das Teleskop, oder? Und da wäre es auch Elle gewesen, dann, für Feldstecher. Also die Elle und Teleskop vielleicht. Aber ich benutze das hier mal. Das haben wir schon mal. Also ich habe keinen anderen angeklickt. Das ist echt, also es ist gut, Lena. Und dann darfst du auch Flanke verkacken. Aber dann gehen wir mit einem guten Gefühl aus der Sache. Alter, wenn du jetzt einen 5er machst, ist das ganz schön krass. Okay, sie nimmt Teleskop. So, dann halt, es gibt ja auch so Roboterarme quasi, nennt man die ja auch. Wenn Leute einen Arm auch amputiert hatten und die trotzdem dann so mechanischen Arm haben, den die ganz normal nutzen können, weil die dann Muskeln anspannen und das dann Signale weiterleitet an den Arm und dann trotzdem können die Hände bewegen. Mhm. Deswegen nehme ich mal Roboter. Mhm. Nice. Komm, jetzt einfach oben die 3 wegklicken. Also sie traut sich auch nicht, weil die alle 3 nebeneinander liegen, oder? Ach, sie macht das so stark! 3 Stück noch. Oh, ja. So, Skelett würde ich noch nutzen wegen Arm. Einfach mal. Nice. Lehrer hat aber auch einen Arm wie eine Königin. Ja, das stimmt natürlich auch. Schleudern, vielleicht meint er dann beides nicht. Oder er meint natürlich, Lehrer ist halt logisch, weil das Kaffee ist. Weil das die Königin ist. Boah, ja gut, dass ich nicht drücken aber muss. Aber du hast ja immer noch, also die wegen Licht, was hätten wegen Licht denn? Licht wäre dann wahrscheinlich auch Teleskop gewesen, I guess. Haben sich den nochmal angucken, die man geklickt hat? Ja, das wäre Teleskop. Licht, ja. Also wir hatten ja am Anfang... Ich mach mir die mal kurz auf hier. Den hatten wir auch noch. Es war Licht 3. Dann hatte ich da Bühne und ja. Und wahrscheinlich wäre das andere Teleskop noch gewesen. Würde ich jetzt mal sagen, dass ich deswegen nicht mehr auf Bar oder Tischlampe gehe.
Die werden quasi abgehakt. Dann hatten wir Feldstecher, was auch nochmal Teleskop war. Und vielleicht Elle. Ich könnte natürlich auch hoffen, dass du gleich nicht das mit den dreien rauskriegst. Das kann natürlich sein. Oder du musst das Risiko gehen, sonst hätte er dir vielleicht nicht abends 6 gegeben. Vielleicht ja, will er auch, stimmt, dass du das probierst. Das kann sein. Weil es halt einfach ist, weil es wirklich dann Lehrer und Tisch schon mal ist. Tisch? Für mich Kaffee. Kaffeetisch. Ach so. Komm, 5er wäre mega nice. 5er ist nice. Dem ersten Lehrer. Dann wird sie trotzdem die Königin, das ist scheißegal. Du musst nur noch Flanke erklären. Ich nehme mal die Königin. Oder? Aber wenn ich Königin nehme, müsste ich ja Lehrer nehmen. Es sei denn, es ist wirklich obvious, dass Kaffee Lehrer ist. Das war nochmal dein zweites schwarzes Wort. Das hatten wir hier schon. Das war die Untertasse. Ah ja, okay. Okay. Das dritte ist jetzt Florenz. Ich glaube, die Königin. Nein, Lehrer. Lehrer ist auf jeden Fall auch nicht. Nee, mach whatever. Oh mein Gott. Ich möchte das hier nicht verkacken. Aber was würde sonst noch zu Arm passen? Kater hat eine Pfote, eine Tatze und da, also Katzenarm, sagst du ja auch nicht. Armer Kater. Man ist arm dran, wenn man Kater hat. Oh, aber Seite, Bar. Ist Hundemensch. Aber ist halt auch nice, wer? Wenn sie von Arm, du hast ja gerade gesagt, Arm könnte man auf Flanke machen, oder? Nee. Nicht? Nee. Flanke, also für mich steht Arm und Flanke nicht in Verbindung. Okay. Sie wird auch Flanke nicht anklicken. Sie wird Flanke nicht anklicken und sie wird natürlich auch nichts anderes. Sie wird Königin und Lehrer anklicken, wahrscheinlich in irgendeiner Reihenfolge. Aber mein jetziger Gedanke war gerade so, hey, vielleicht klickt sie ja noch irgendwas anderes an, wie, keine Ahnung, Kater oder Schleuderarm. Schleuder wäre für mich noch einleuchtend. Eine Armschleuder. Okay. Ich nehme jetzt die Königin. Oh, okay. Nice one. Erstmal selbst beneißen. Okay, aber dann muss es ja, wenn es Königin ist, muss es ja auch eigentlich Lehrer sein. Aber was ist dann Kaffee? Du hast ja immer noch Kaffee 3. Tisch, Bar. Das passt ja sonst gar nicht, oder? Ja, für Königin, Skelett, Elle und Roboter. Ja, sie hat Königin geklickt! Und jetzt skip einfach den Lehrer, komm. Du kannst auch einfach weitermachen, Lena. Wir sind jetzt schon mit dem 5er, sind wir richtig, richtig dick. Das ist mir egal. Die können auch von mir aus gewinnen. Nimm den, Alter. Lass einfach weiterklicken. Komm, Lena, nicht zu greedy werden. Die müssen noch 3. Komm, Jace ist auch mega verunsichert. Du hast hier Arm 6 gegeben. Und das würdest du nicht tun, wenn das nicht die offensichtlichen 6 wären. Ne, doch. Weil wir ja verzweifelt gewinnen müssen. Sein Schleuder. Ich würde jetzt, glaube ich, vielleicht skippen, weil ihr habt noch 3. Ich finde Schleuder besser als. Ich finde Lehrer besser als Schleuder. Und wir haben noch 3. Ist es auch, ja. Aber Lehrer ist potenziell rot. Lehrer ist potenziell rot. Frage ist: Beende ich das Raten, weil ich sonst eventuell ein Wort dir wegnehme? Und du dann gleich ausmachst. Du könntest aber auch ausmachen, wenn ich jetzt einfach Raten beenden mache und du auf die 3 kommst. Aber es sind halt nicht mehr so viele Wörter da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann gleich Schluss machst, ist ziemlich hoch. Aber ich wüsste auch nicht, was sonst. Ja, der Arm ist an der Seite. Das könnte es halt noch sein. Aber dann wäre ja Flanke auch wieder. Weil das ja äquivalent ist. Seite? Oh, weil der Arm nur an einer Seite Flanke! Hängt. Wenn sie jetzt Flanke klickt. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Lena. Das ist ja insane. Alter, also ja, du hast einen Arm an der Seite und das ist deine Flanke, ja. Lena. Das ist halt ein maximal nicht so ein guter Begriff, ne? Das wäre schon gut, wenn du den nimmst. Oh, nö. Hm.
weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein. Ich kann nur eine falsche Entscheidung treffen, glaube ich. Oder du gewinnst. Mit Sepp. Ich nehme Lehrer. Fuck! Oh nein. Oh. Das Risiko war... Weißt du, wenn ich bei Feldstecher angedrückt hätte? Die Seite. Seitenstechen. Ja. Kenn ich zumindest. Ja. Aber vielleicht ist das halt auch too much. Hm. Wieder zu weit. Ich kann das von Spannung gar nicht mehr ertragen hier. Am GZ. Danke. Aber sie hat Flanke angeklickt. Holy shit. So, kannst du mal gucken, ob ich das richtig habe. Aber Zapfanlage. Dein Wort, wa? Ja. Ja, das ist easy. Da komm, der wird doch bei Zapfanlage 2 auf Bar und Dichtung kommen. Ja, das ist ja wohl easy. Ja, oder? Ja. Ich war dann wieder verwirrt wegen Flanke, weil das ja aber auch wieder beides ist. Aber Schleuder kann es halt auch sein. Weil, was haben wir denn? Zapfanlage. Ach man, so leid. Gibst du mir jetzt ernsthaft fucking Zapfanlage, Dennis Bram? Das ist nicht dein fucking Ernst. In Florenz haben die gute Zapfanlagen. Kater könnte es auch sein. Gibt mir echt eine 50-50-Möglichkeit? Wegen Alkohol. Was? Kater. Nee. In der Bar. Tischdichtung. Wie sollten der Tisch jetzt noch? Der hat doch Kaffee fertig. Ja, aber Bram. Komm, bitte klick einfach den Tisch an. Klick doch nicht den Tisch an. Es muss die Dichtung sein. Oh, Alter, Seite war schwarz gewesen. Alter. What? Mach mich doch nicht fertig, Alter. Dann klickst du den Tisch an. Alter, du hast mir den Tisch gegeben, weil ich hatte Angst wegen der Dichtung nochmal. Alter, was? Warum hast du die Seite gedrückt? Der Kaffee war doch schon weg. Ja, das ist mir auch dann aufgefallen erst. Deswegen bin ich auch auf Dichtung gegangen. Lena, wie stark, Mann. Alter, wir waren Arm 6 war gut, ey. Arm 6 war insane. Alter, ich hätte fast Lena auf die Seite. Nee, hab ich ja nicht. Ja, du wolltest, also er hat nachher gesagt, dass er Seite gewählt hätte. Ich hätte safe die Seite angeklickt bei Feldstecher. Ich wusste nicht, was ein Feldstecher ist. Also ich dachte, es wäre ein Instrument, um irgendwie auf dem Feld, Feldfrüchte irgendwie umzugraben. Ist einfach ein Fernglas, nennt man Feldstecher. Also in den ganzen Kriegsspielen heißen die immer Feldstecher. Ja, das weil wusste das, ich nicht. Weiß, das ist so ein altes deutsches Wort halt. Aber ja, war schwierig. Ich wollte Teleskop und Flanke verbinden, aber Flanke war einfach. Mit Arm 6 dann kommst, war halt. Aber hey. Das war schon nice. Was hast du denn mit Licht gemeint, Sepp? Teleskop. Ah ja, okay. Ja. Aber war jetzt auch nicht obvious. Also das mit Bar habe ich auf jeden Fall verstanden. Nee, ich habe den Gedankengang gehabt mit Teleskop, weil ich meinte noch zu Jay so, ja okay, vielleicht ist es Teleskop, weil man da ja eigentlich wenig Licht braucht, um da durchzugucken und dann sieht man da helle Sterne und so. Und dadurch, dass es zu abwegig wäre, so zu denken, aber okay. Ja. Du, das hast du super gemacht, das war auch bis zum Ende, wir haben nur noch eins gehabt, also war schon knapp. Und du hast sogar Flanke schon angeklickt. Also, ja, aber Flanke und Seite ist ja auch gemein, weil das irgendwie fast eins ist so. Ist auch super. Doof. Aber hey, ihr habt gewonnen. Jay und Bram haben es natürlich auch super gut gemacht. Also ihr habt fast keine Fehler. Also trotzdem. Ja, nur die stark. Sachen, die eingeplant waren, wie Rosa, das habe ich ja in Kauf genommen. Da dachte ich mir ja, schon, Rosa war ärgerlich. So, da war 50-50. Ich habe am Anfang gesagt, so ja scheiße, ich bleib doch nicht bei Rosa, weil. Ja, warum solltest du mir dann farbenfroh geben? Weißt du, da könnte halt auch so. Das ist richtig, aber ich habe selbst gesagt, dass der Rosa anklicken kann und dann nehme ich aber in Kauf, weil das grau ist, dann wirst du in der Runde drauf dann Blumen genau, nehmen, dann ist es halt genauso fein. War schon smart. Ja, also war ein nices Match. Das war cool. Rematch gibt's in der nächsten Runde und vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.